Wahnsinn, Wahnsinn. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir heute hier noch alle auf die Bühne hier, auf der Bühne dann auch sehen und kennenlernen. Das finde ich ja mal super. Mit Hund und Kind angereist. Mensch, also man sieht schon, ja, Hund und Kind von getrennten Familien sozusagen. Ne? Ist aber nicht schlimm. Wir sind ja hier eine Familie, die USK-Familie, und deswegen passt das hier ganz hervorragend zusammen. Ihr seht gut aus. Das ist schon mal die erfreuliche Nachricht heute. Also von daher, macht euch keine Sorgen. Alles ist cool. Wir haben eine perfekte Jury für euch vorbereitet, die das Ganze hier so ein bisschen voten. Wir nehmen das alles nicht ganz so ernst, ne? Alles ist cool. Ihr seht auf jeden Fall, sag ich mal, echt gut gestylt aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich stelle euch ganz kurz vor, komm mal. So, dann hätte ich gerne mal 2 Cheeseburger und ein Milkshake an Tisch 17. 2 Cheeseburger und mein Milkshake an Tisch. Guckt ihr das an? Wie geil ist das denn, oder? Nur ein bisschen, also die, bei der Kurve hätte ich mich dreimal auf den Arsch gelegt, das sag ich dir so. Du hättest mich gehalten? Dann überlege ich mir das nochmal. Dann ziehe ich mir vielleicht auch mal solche rollenden Schuhe an. Wie genial ist das? Das bringt mich wirklich, das ist für mich so eine Zeitkapsel jetzt. Weil mit den Rollschuhen, das ist natürlich hier auf den Steinen ein bisschen schwierig, aber auf der Route 33 kann man ja schon mal die Rollschuhe rollen lassen. Finde ich eine richtig coole Geschichte. Wo kommst du her? Auch aus Wuppertal. Aus Wuppertal! Klasse, klasse, klasse. Wie heißt du? Nina. Nina? Ich finde das cool, ehrlich. Schade, dass es das eigentlich nicht mehr gibt, ne? Da würden wir hinfahren mit unseren Autos, wenn irgendwie die Ladies da mit den Rollschuhen rauskämen und so. Gibt es das irgendwo in Europa überhaupt noch? Weißt du das? Es gibt zum Beispiel in Paris tatsächlich noch einen Laden, wo zumindest die Bestellung auf Rollschuhen angenommen wird. Echt? Mensch, also da, also wieder eine Reise nach Frankreich ist es auf jeden Fall wert. Meine Liebe, Dankeschön. So. Jetzt, das erstmal die Kurzvorstellung hier. Mit dem Rollen, das finde ich ja Hammer. Kriegst du das nochmal hin, so eine Kurve? So, Tisch 17 hat eine Reklamation. Oh, guck mal. Jeppa! So ein bisschen. Alter Vater. Ja, das hätte mich jetzt, das hätte mich komplett gestreckt. Egal. So, Freunde der Nacht. Rockabella Contest. Ja, komm her, lass laufen. Okay, ihr tanzt jetzt mit. Und wenn ich Stopp sage, bleibt jeder stehen, okay? Stop! Weiter geht's! Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, this is Stop! Warum mache ich immer Stopp, wenn ich so beschissen stehe? Weiter! A little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again. Jetzt ist es einfacher für mich. Belegt sich da noch jemand? Ich kann nicht gucken. Weiter! You know my temperature rising. Alright, ihr habt es verstanden. Ihr habt es verstanden. Danke sehr. Ich denke, wir sind alle warm, oder? Okay. Ja, da kann man ruhig mal reinhauen. Warum nicht? So. Solo. Das würde so passen. So. Also, das ganze Prozedere ist klar. Die Damen werden sich hier ein bisschen bewegen. Und nachdem alle durch sind, frage ich euch nach der Bewertung. Okay? So, jetzt haben wir den Salat, ne? Ja, das ist sehr in Ordnung. Ich kann mich ja hier als irgendwie als Tanzstange zur Verfügung stellen. Ne? Tanzstange auch gut. Ne? Hoppala. Ich bleibe einfach hier in der Nähe und dann sage ich 30 Sekunden für dich. Bitteschön. So Dinger. Das mache ich auch. Nächstes Jahr, original. Hier, ne? Marie, ja, wir haben es drauf. Genau. Smile, you're on TV. So, jetzt geht's zur Bewertung. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr müsst das jetzt entscheiden hier. Wer ist für euch Platz 3, 2 und 1? Wir machen das ganz einfach. Ich stelle euch die Dame nochmal kurz vor. Ne? Und dann
gibt den Applaus, den ihr meint, der Dame entsprechend ihrer Leistung hier würdig ist. Das habt ihr alle verstanden, ne? Okay? Und gebt ihr viel, dann gibt es eine höhere Punktzahl, als wenn ihr etwas weniger gibt. Und wenn ich Arme sehe, dann ist es natürlich auch sehr gut. Und wenn ihr alle schreit, dann ist das für mich der Beweis, okay, die Dame muss ganz nach vorne gewotet werden. Okay, so, jetzt brauche ich nochmal hier die Quittung für Tisch 18, bitte. Da ist sie, den Applaus für diese Dame. Also, ihr habt es entschieden. Ihr habt es entschieden und ihr habt es in meiner Hand. Platz Nummer 1, Platz Nummer 2 und Platz Nummer 3 werden prämiert. Platz Nummer 1 bekommt einen Einkaufsgutschein von Rockabilly Rules über 300 Euro. Da freut man sich mit Sicherheit. Platz Nummer 2 ist mit 200 Euro bewährt und Platz Nummer 3 dann, ich hoffe, ich sage das richtig, mit 100 Euro Einkaufsgutschein. Platz Nummer 1 kriegt zusätzlich noch ein Fotoshooting mit unserem Kamerakind. Wo ist er? Dirk Belau. Dem Pixelauge hier. Das ist auch geil. Hier. Hast du gemerkt, ich wollte abklatschen? Das ist ja typisch. Das ist typisch, ne? Idiot, ne? Hast du eine Dame vor dir und willst abklatschen? Naja, egal. Das hat aber Gott sei Dank keiner gemerkt. Von daher ist das völlig in Ordnung. So, jetzt wird es natürlich spannend. Wer hat Platz Nummer 1 hier errungen? First place. Gemacht. Nein! Diese Dame hier hat Platz Nummer 1 gewonnen! Platz! Ach nee! Wahnsinn, oder? Wie geil ist das denn? Und deswegen brauchen wir von dir jetzt erstmal, natürlich kriegst du hier. Guck mal, da steht sogar eine große 1 drauf. Danke, den ein. Was kaufst du dir für 300 Euro? Auf jeden Fall eine Latzhose. Steht auch bei mir ganz weit vorne auf dem Einkaufszettel. Eine Latzhose. Was zieht man da drunter? Das guck ich mal, wenn ich sie habe. Aha, okay, also das ist ja immer cool, ne? Pass auf, das sah so geil aus, was du hier gemacht hast. Ich muss dir leider eine Zugabe abbringen, oder? Rock'n'Roll! Danke an alle! Dankeschön! Ich glaub das nicht! Ja, ich kann das so ein bisschen. Wahnsinn! Ja, eure Rockabella 2017, Platz Nummer 1. Das war nochmal die ganze Zeit. Riesenapplaus nochmal für alle Ladies hier. Und ich sage Dankeschön.